Au. Heute ist voll der Wehwehchen-Tag. Ich habe eben meinen Pulli angezogen, habe so die Hände ausgeschüttelt und bin mit dem kleinen Finger, jetzt muss ich mich defokussieren, mit dem kleinen Finger bin ich gegen die Wand gehauen, gegen die Badezimmerfliesen. Und jetzt ist der voll angeschwollen und tut weh und ist ganz blau. Meine Strickhand. Apropos Strickhand. Bisschen tiefer. Es ist Wolle angekommen für das Weihnachtsgeschenk für meine Oma. Und ich wünschte, ich könnte sie euch fassen lassen. Es ist so fluffig. Das ist einmal die Alpaka Silky. Ich liebe ja Sadness Garn. Das ist für mich die liebste Wolle überhaupt. Das ist ganz, ganz weich, weil da drinne ist logischerweise Alpaka, sagt der Name ja schon. Und 30% Seide. Also super kuschelig und das werde ich, das ist ja so ein Grauton, mit diesem hier, mit dem Silk Hair von Lana Grossa zusammen verstricken. Und dann wird halt die Kombination aus beiden Fäden, wird dann eben so ein bisschen so einen Struktureffekt geben und das Ganze natürlich sehr aufhellen, also so ein Wintergrau-Weiß machen und die kleinen Fasern von der Mohair-Wolle, wo auch 30% Seide ja drin sind, machen das dann so ein bisschen flauschig. Also insgesamt sollte das der flauschigste Schal aller Zeiten werden. Ich habe mir das Muster selbst ausgedacht, beziehungsweise das ist selbst ausgedacht. Das ist ein ganz klassisches Patentmuster. An den Enden werde ich italienisch anschlagen und abketten und hoffe, dass das alles so aufgeht, wie ich mir das gedacht habe. Ich meistens nicht. Und dann habe ich den Pulli für die Mama von meinem Freund fertig. Den muss ich noch dampfen, aber der ist auch richtig cool geworden. Also lustiges Muster, richtig cool. Und ich stricke schon fleißig, weil die Wolle noch nicht da war, an einer Mütze für meinen Freund, hat er sich gewünscht. Auch hier wieder italienisch angeschlagen. Ist einfach super. Das sieht so viel ordentlicher aus. Einfach toll. Und heute versuche ich wieder mal diese Schuhe einzulaufen. Ich werde ja nicht schlau draus. Exakt diese Schuhe habe ich nämlich schon seit 10 Jahren und trage sie auch seit 10 Jahren. Und sie sind meine liebsten, bequemsten Schuhe. Es sind exakt dieselben Schuhe. Irgendwann sind mir die Hacken ziemlich abgelaufen. Die waren auch schon so durchgetreten. Ich sage, okay, gut, ich kaufe mir dasselbe Paar jetzt nochmal und habe es mir in Braun und Schwarz gekauft. Ich glaube, das habe ich auch schon öfter mal erzählt. Und ich steige in diese Schuhe, lauf los und jedes Mal, wenn ich die anziehe, tut es nur weh. Also ich kriege sie einfach nicht eingelaufen. Ich habe sie aneinander gehalten, abgemessen. Es sind exakt dieselben Schuhe von der gleichen Marke in der gleichen Größe. Jetzt habe ich mir so ein Zeug gekauft, so ein Spray, was man da reinsprühen kann. Dann geht man da rein und läuft los und durch die Wärme vom Fuß und durch dieses Spray weitet sich dann angeblich das Leder. Was den Effekt hat, dass ich jetzt klitschnasse Füße habe. Es fühlt sich super ekelhaft an und es sind -2 Grad draußen. Also irgendwie, ich bin heute so richtig so mit meinem geschwollenen Finger und diesen nassen Füßen, das wird ein super Einkauf. Aber wir müssen den jetzt machen. Ich versuche hier ein bisschen Heiz zu sparen, indem ich die Türen hier immer zu habe. Wir müssen jetzt machen, weil wir müssen auch ganz viel Mehl kaufen, denn wir wollen auch wieder backen. Neuer Tag im Backparadies. Ich will gleich hier mal Brioche-Brötchen machen. Und im Ofen ist aber auch schon wieder, ist ja immer noch dreckig der Ofen, verdammt, ein Brot. Da sind wir sehr gespannt. Also ich würde jetzt das mal vorbereiten, dann muss der Teig eine Stunde gehen und dann schauen wir, ob das Brot was geworden ist.
länger hätte es nicht dürfen, nee. Aber gut. Mit unserem schönen Wellenschnitt. Hallo. Und das ist so weit aufgegangen, dass es sogar an den Deckel gekommen ist. Aber hier oben ist das Plateau. Deswegen ist es wahrscheinlich auch hier angebrannt, weil es Kontakt hatte. Mhm. Okay. Butter. Oh. Mein Gott. Lass dich noch an, du musst umdrehen. Das Brot? Also da drauf steht. So, das setze ich jetzt mit den Händen. Mutig. Ich glaube, es hat geklappt. Sieht aus, als wenn es geklappt hat. Boah. Das ist ja ein Spitzenbrot. Guck mal, wie schön das hier so. Also es sieht aus wie ein Brot. Was da drin ist, werden wir dann noch erfahren. Allerdings, denk mal, es hat so ein X gemacht. Warum liegt es dadurch, dass aber du hast doch eine Welle gemacht. Ach so, hier. Und dann ist er so. Und dann so. Das macht Sinn. Unten soll man das, glaube ich, machen, oder? Klingt anders. Nicht gut. Aber ich finde, ich verstehe immer noch nicht ganz, wonach das genau klingen muss. Das muss, glaube ich, einfach nur hohl klingen. Ja, aber da unten. Aber gut, da unten kann es auch nicht hohl klingen, ganz unten, oder? Witzig. Die linke Hand war eigentlich immer nur. Aber gut, das nein, nein, so. Nicht bei den großen. Ich hatte ein Video geguckt, nur für klein. Weißt du? Irgendwo letztens fiel mir das ins Auge. Also die hat nur so. Ist ja auch logisch, weil die ja so winzig sind. Vier in drei Reihen. Vier nebeneinander in drei Reihen, glaube ich. Ja, die Wechsel ist immer so ein. Dabei mache ich immer das ganze Brett kaputt. Es ist mal wieder Samstag, ein Wildnisarbeitstag. Ich habe schon hier die Arbeitsklamotte an. Ich weiß nicht, ob ich heute dort filme, weil letzten Endes ist es ja irgendwie immer dasselbe und das ist ja für euch irgendwie auch langweilig. Ich wollte nur stichprobenartig Bescheid geben, was Phase ist. Und hier seht ihr schon ganz viel Schal. Für meine Oma, das ist ja so schön. Das ist ja eine Mischung aus Baby-Alpaka und Seide und Mohair, also einfach nur genial. Den kann ich natürlich heute nicht mitnehmen. Wir gehen wieder nach der Wildnis zu meiner Oma und trinken dort einen Kaffee. Da kann ich ja schlecht an ihrem Schal stricken. Deswegen nehme ich die Strickjacke mit, an der ich gerade arbeite, die ich schon wieder halb verbockt habe. Also offener Anschlag ist mir immer noch ein Mysterium. Gut, wir jumpen mal los und machen die Wildnis weiter winterfest. Und da tue ich all das rein, was auf dem Kompost kann. Dann brauche ich das nicht in die Säcke tun. Ja, ja, ja. Und dann schütte ich den da einmal aus. Also, wir kommen so ein bisschen voran. Man sieht da hinten, wie sich die Häufchen bilden. Die Hölle sind halt so alles aus den Beeten raus. Da unser Auftrag aber dieses Jahr... Okay, entschuldige, meine Mutter quatscht mir dazwischen. Aber unser Auftrag ist ja dieses Jahr, Omas Aufgaben mit zu übernehmen. Und... Also einige von uns, ich nenne keine Namen, sind da etwas leger und sagen, ach scheiß doch drauf, lass das da einfach liegen und du. Was natürlich, die Versuchung ist groß, weil man gar nicht gegen ankommt. Ne? Also ihr seht hier alles, was da so zwischenmoddert schon. Aber Oma hat da wirklich alles immer picobello und Schuss gehabt und das hat sich im Frühjahr rentiert mit Blumenzwiebeln und allem, wenn das dann schön ordentlich und sauber geblüht hat. Und damit sie natürlich im Frühjahr hier nicht ankommt und denkt,
weil mir das jetzt alles richtig macht. Ich bin völlig fertig. Das Peaky Blinders Kochbuch ist angekommen. Ich hatte ja schon mal in einem der letzten Vlogs erzählt, dass ich in der Schreibzeit im Februar gerne englische Gerichte kochen möchte aus Serien. Und ich muss sagen, ich habe jetzt hier nur mal so durchgeblättert, aber was ich gesehen habe, abgesehen von dem wirklich schön gestalteten Buch, das mir total gefällt, was ich an Rezepten gesehen habe, gefällt mir auch richtig. Also ich glaube, da gibt es einiges, was ich auf jeden Fall gerne da dann kochen möchte. Lecker, ein Lamm, ein Topf. Also ganz, ganz witzige Gerichte, auch so nach Themen sortiert. Also auch etwas, sag ich mal, hochklassiger, wenn es dann so in den Eden Club geht oder wenn es irgendwie in Hotels geht zum Essen. Dann ist es so ein bisschen, naja, vornehmer. Aber auch so die ganz, ach, weiß ich nicht, so bodenständigen Gerichte aus dieser Zeit, hier Toad in the Hole oder sowas, also richtig cool. Und sicherlich etwas einfacher als die Gerichte aus dem Downton Abbey Buch. Das liegt hier ja auch schon bereit und das kommt ja auch mit in die Schreibzeit. Aber ich denke, mit den beiden Büchern zusammen bin ich auf jeden Fall gut ausgerüstet. Und dann ist wieder Wolle angekommen. Das ist jetzt hier noch für Weihnachten. Das hier wird ein paar Weihnachtssocken. Und diese beiden möchte ich zusammenstricken zu einer Mütze. Die ist dann für meine Großtante. Hier ist noch die restliche Wolle für den Schal, den ich gerade stricke, für meine Großmama. Und das ist dann für meine Großcousine. Und hier ist ganz viel Wolle. Da verfolge ich einen Plan. Und zwar wollen wir ja umziehen. Wir haben tatsächlich auf unserem Sofa immer so Decken. Also einmal diese, die hat aber auch schon ewig alt. Und auch nochmal aus Wolle die zweite. Diese ist kürzlich ja erst dazugekommen, hatte ich ja von Mama, super. Und ich würde gerne neue Decken häkeln. Da hatte ich mir bei Hobby eine Anleitung besorgt von dieser Decke. Das ist, glaube ich, eigentlich eine Babydecke. Und die ist ja auch hier mehrfarbig. Aber ich dachte, ich mache die dann so, dass ich die in einem Hauptgrundton häkele. Nur gelegentlich unterbrochen von einer so einer Welle in einem anderen Farbton. Und eventuell auch noch umrandet, das muss ich nochmal schauen. Das wäre dann also schon für die neue Wohnung und eine neue Couch, die wir noch nicht besitzen. Diese hier muss ja unbedingt, die ist ja völlig durchgesessen und kaputt. Also das ist jetzt ins Blaue geschossen, weil ich dachte, mit diesen Farben kann man nichts falsch machen. Da wäre der Grundton dieses rauchige Blau, blau-grün, blau. Und jeweils einmal kombiniert mit Wellen, habt ihr eben im Muster gesehen, mit Wellen von der hellen Farbe oder aber von der dunklen Farbe. Und dann haben wir praktisch zweimal die gleiche Decke, also so ein Plate letzten Endes, nicht so eine riesige Decke, aber halt irgendwie in den gleichen Farben, sodass es irgendwie schlicht und passend ist, denke ich. Keine Ahnung, ob das Sinn ergibt, das muss man dann noch gucken. Ich habe hier ja auch noch genug Wolle. Da ist ja noch einiges, also einiges ist eigentlich gar nicht in Benutzung sozusagen, aber ein paar Dinge hatte ich mir schon vorgemerkt. Das ist noch für die Strickjacke, die ich gerade stricke, wo ich tatsächlich auch schon ziemlich weit bin, aber ziemlich wütend, weil ich es wieder nicht geschafft habe, den offenen Anschlag richtig zu machen. Man erkennt hier so kleine Löcher. Glücklicherweise wird hier später eine Ziernaht drüber gesetzt. Auf der anderen Seite ist es etwas besser, aber ich habe es wieder nicht hingekriegt und es liegt halt daran, dass hier linke Maschen zwischen waren. Und da habe ich es wieder einfach nicht hingekriegt. Bei den rechten Maschen hat das ganz toll geklappt, nur eben bei den linken nicht. Und dann habe ich es verbockt. Aber ich denke, es wird schon irgendwie gehen. Und dazu gehören ja noch diese Knäule und die drei. Hier habe ich gerade für meinen Freund eine Mütze draus gestrickt. Da hatte ich mich irgendwie verkalkuliert. Ich dachte, ich brauche viel mehr Wolle. Da könnte ich eigentlich noch eine draus stricken oder Socken.
Dann habe ich immer noch offen diese glänzende, aus der ich mir eine Mütze stricken wollte. Aber im Moment stricke ich ja erstmal nur für andere. Und auch noch so ein paar andere für solche Zwecke. Und hier habe ich noch ein großes Knäuel gekauft für so ein Poncho. Allerdings habe ich da ja immer noch, wo ich gerade nicht weitermachen kann, den anderen Poncho in der Mache. Mit dem anderen großen Knäuel. Aber ich muss jetzt zuerst, also dieses hier mache ich so ein bisschen zwischendurch, da habe ich keine Eile, muss jetzt zuerst alle Weihnachtsgeschenke, also diesen hier, Socken und Mütze fertigstellen.